Ja, servus die Mau und grüß euch die Buben. Jawohl, ich bin wieder mal unterwegs. Wir haben 11 Grad. Es sollte dann in 3-4 Stunden dann schlechter werden, sollte wieder Wind anfangen. Jetzt ist windstill, Sonnenschein und eigentlich super zum Aussehen. Ja, hätte eigentlich auch anders Platz voll gehabt, aber da hat man mal wieder das Hochwasser ein Schnäppchen geschlagen, weil wir haben nämlich quasi Hochwasser, was ich nicht gesehen habe. Kann ich eigentlich nicht bis zur Donau runterfahren. Gut, auch kein Problem. Schlage mich da wieder durchs Dickicht. Ja, es gibt eigentlich nicht viel heute zum Sagen. Eine Kleinigkeit essen, ein paar Würstel möchte ich mal wieder machen. Im Wasser quasi, so Frankfurter. Die habe ich heute wieder am Bock. Und sonst eigentlich nur ein bisschen genießen, wieder draußen und die Zeit vertreiben. Also, gehen wir. Ja, Schneeklickern gibt es da schon in Hülle und Fülle. Und ein bisschen an Bärlauch rieche ich auch schon. Der ist aber da noch kleiner als wie da drüben, wo wir das letzte Mal waren. Naja, da bin ich jetzt zu einem Bau gekommen. Fuchsbau oder sonstiges, kann ich jetzt gar nicht sagen. Man sieht da keine Spuren rein. Aber da dürften mehrere Ein- und Ausgänge sein. Da ist der nächste. Und da drüben anscheinend. Dürfte alles schön verbaut sein. Und da ist einer. Da sind verdammt viele Ein- und Ausgänge. Da ist der nächste. Fuchsdachs. Keine Ahnung. Ist auf alle Fälle wahnsinnig viel Ein- und Ausgänge. Zwischendurch immer wieder so Baumstämme, Moos überwachsen. Es ist ja sowieso urgeil. Echt super. Schaut so super aus. Ja, und was finde ich da im Wald? Schaut aus wie ein überdimensionales Pfeiferl. Ja, da kann einer ordentlich durchziehen. Ja, man muss sagen, auch da hat die Sabine ein bisschen gewütet, hat einiges umgelegt. Besonders die Älteren. Obwohl da der Wind eh nicht so durchpfeifen kann, aber anscheinend. Ja, da stehen ziemlich alte Bäume um und um, die was auch schon hin sind. Kein Wunder, dass die fallen. Ja, ich muss gestehen, es ist wirklich ganz schön warm geworden. Ich habe schon unter die Ärmel die Belüftung aufgemacht. Ein bisschen ausstinken. Ja, es ist wirklich, hier steht der Schweiß auf der Stirn sogar. Das ist ja Frühling oder fast Sommertemperaturen. Na, der Baum ist einmal lustig. Der hat so einen richtigen Knubbel unten. So. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht wirklich ganz genau, wo ich bin. Außer, dass ich mitten im Dschungel bin, wie immer. Aber so ist das Leben, c'est la vie, wie der Franzose sagt. Aber das ist mir jetzt wurscht. Ich glaube, ich verspüre ein leichtes Hungergefühl. Jetzt werden wir ein schönes Platz suchen. Machen wir es ein wenig gemütlich, würde ich sagen, oder? Schauen wir mal. Jetzt wisst ihr, wie das ist mit den Platzeln. Es gibt ja zu viele, aber es muss es richtig einfach sein, sonst passt es nicht. Ja, ich habe es jetzt da bis zum Wasser runter geschafft quasi. Also normalerweise war das da überschwemmt, wenn Hochwasser war. Schaut aber nicht so aus. Ja, da sieht man jetzt schon zum Wasser hin. Ja, Platzl ist da glaube ich nicht wirklich irgendwas. In die Bäume schauen da auch nicht mehr sehr freundschaftlich regend aus, also nicht so besonders. Ich glaube, da trage ich lieber um und gehe wieder zurück. Jetzt kommt jetzt da ein bisschen ein Winderlauf und ein Wasser, wo er mir durchpfeifen kann, ist glaube ich auch nicht so gut. Da gehe ich lieber da rein ein bisschen in tiefere Wald und schauen wir,
dass ich halbwegs safe Bahn bin. So machen wir das. Ah ja, ich denke, ich habe mein Platzl gefunden. Ist zwar nicht mein Favoritenplatzl, aber von den Bäumen her schaut es da ein bisschen sicher aus. Ah, herrlich. Ja, wie gesagt, es gibt heute so Frankfurter wieder so Eschln, normale, die haue ich mir ins Wasser. Und dazu wieder einen gepflegten Händelmeier, ist ja Pflicht. Und zwar so Semmel noch. Und mein Spezialchampagner habe ich dazu, den was ich da noch trinken kann. Natürlich heute mal wieder mein Dachserl dabei. Und den guten Stanley wieder, wo die Würsteln super reinpassen. Die sind heute sogar ein bisschen länger. Das macht nichts. Dann werden wir es gleich quasi schneiden. Dann passen sie besser rein. Genau so machen wir das. Ja, während mein Wasser da schon langsam warm wird, möchte ich mich an dieser Stelle mal an die Andrea und an den Alex bedanken. Nein, die haben keinen YouTube-Kanal, sondern das sind meine Freunde und Kollegen von Anno Domini, als ich noch Geocachen gegangen bin. Und die haben mir das nette Level da gesponsert quasi. Carlos und Born to Camp habe ich jetzt schon öfters angehabt, nur war es halt noch nicht so warm, dass man es herzeigen kann, weil man immer ein paar Jacken gebraucht hat, aber jetzt ist ja quasi eh schon Hochsommer. Wie gesagt, ich sitze da jetzt mit kurzen Ärmeln. Ja, da jetzt da ein bisschen der Wind aufgekommen ist und da ich extrem lang warten muss, haben wir gedacht, ich mache mir jetzt in mein Solostoff ein kleines Feil. Wie gesagt, das reichen ja kleine Asteln. Und da machen wir jetzt ein normales Feil und dann habe ich ratzfatz meine Würsteln. Na, bis gleich. So. Schauen wir mal, was wir zum Anziehen nehmen. Oh, nehmen wir mal so einen Feuerfuchs von mir, so manipulierte. Ja, mein Solostoff als Feuerl geht ja das recht flott. So. Und jetzt gehen wir Gas. Herrlich. Jetzt sage ich meine Mahlzeit. Jo. Herrlich. Ich sag's immer, die einfachsten Sachen können perfekt schmecken draußen. Schaut's einmal. Ja, Freunde. Das war's. Das Magerl ist voll. Herrlich, jetzt noch einen kleinen Carlos Champagner quasi. Prost. Jetzt gibt es noch Kaffee, wie gesagt, und dann gibt es noch was Süßes dazu, das sage ich euch erst nachher. Ah, da meldet sich schon einer. Schauen wir mal. Jawohl. Ist er schon da. Meine Krankensessel, seid wieder gegrüßt. Und dann der Rest der Welt. Prost, Freunde. Oh ja. Da ist wieder der Amaretto-Zucker drin vom Beet. Herrlich. Herrlich, kann ich sagen. Ja, aber es hat ja geheißen, es gibt da was Süßes dazu, ne? Ja, das will ich euch nicht vorenthalten. So. In rosa gehalten, Schweinchen rosa das Ganze.
Das nennt sich Buntwürfel. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Bei uns heißen die so Bunschkrapferl. Sind einmal größer. Ja. Die sind jetzt auf den Hohlenzahn quasi. Malzen. Ja, kann man lassen. Ja, nur keine Sorgen, das sind so 8 Stückchen drin, aber 2 werden wir reichen. Ja, vielleicht noch 3, schauen wir mal. Naja, wie heißt es so schön? Mein Carlos-Sprichwort sagt immer, alle guten Dinge sind 8. Nein, 3. Bleiben wir bei 3. Perfekt. Und jetzt ist schon wieder so drum Mucken um und um, Wahnsinn. Ja, werde jetzt da schön langsam gleich schief machen, Raum zusammen, mir alles ein bisschen putzen. Den Rest mache ich daheim und dann muss ich heute wieder fegen, mein Wohnzimmer. Das letzte Mal habe ich es nicht gemacht, wo ich bin ich gleich angeschissen worden, warum ich es nicht gemacht habe. Ja, es war ganz einfach, ich habe dort fast nichts vertreppelt gehabt. Da habe ich heute ein bisschen mehr mit umtreppelt und wir rammen auch wieder zusammen. Das lassen wir gar nicht einreißen, dass wir einen Saustall hinterlassen quasi. Ja, na, fangen wir ganz einfach mal an. So, wie ich gesagt habe, lasse ich da ein bisschen was da. So, und heute müssen wir noch zusammenfegen, natürlich. Weil das ist da auch verdammt schwer, wenn man da fast nichts hat. Ah. Die muss ich wieder aufstellen, sonst liegt die. Na, passt, gehen wir. Jo, Freunde, das war's einmal. Der Tag neigt sich zum Ende. Und war wieder eine schöne Zeit draußen. Bin froh, dass ich rausgekommen bin. Ja, jetzt habe ich noch ein paar hundert Meter zum Auto. Da gibt's nichts mehr Besonderes. Ich sage wie immer, danke fürs Zuschauen. Danke fürs Mitlaufen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und so. Servus, die Malen. Und pfiat euch, die Buben.